Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu einem weiteren Tag hier im Paradies. Naja, im Paradies ist ein bisschen übertrieben. Hier in Subsistence. Ja, nach unserer Nahtoderfahrung der letzten Folge war ziemlich knapp, aber wir haben es überstanden, Gott sei Dank. So, heute steht bei mir auf dem Programm endlich mal unsere allererste Solarzelle an den Start bringen. Es fehlt hierfür noch ein kleines bisschen Energie. Ich habe schon mal eine weitere Konstruktion in der Nacht erstellt, damit wir auf unser Dach kommen. Ja, weil da würden wir ja momentan gar nicht hinkommen. So, zack. Genau, das machen wir so. Und dann stellen wir das Kind. Stellen wir es hin. Irgendwie so. Ja. Genau. So. Sieht interessant aus. Wir kommen aufs Dach, das ist gut. Dann können wir da oben dann unsere Solarzelle hinklatschen. So ist der Plan. Ja, kommt doch schon die Sonne raus, jawohl. Wie sieht es mit unserem Beet aus? Ja, da bräuchte es mal wieder einen kleinen Dünger. Ist auch klar. Was macht die Energie? Ist schon bei fast 500. Gut. So, wir schauen mal unsere kleinen Scheiße an. Wie geht's uns? Ja, ich würde sagen, der Hase, der hat es überlebt. Oder jetzt nicht mehr überlebt, ne? Der Osterhase, jetzt gibt's Hasenbraten. Dann haben wir nämlich nur noch zwei Mäulchen zu stopfen. Und können aber wenigstens mal schauen, was uns so ein Level 9 Hase, ne? Ah, das sieht man hier, okay. Dreimal Cloth und dreimal Fett bringt der. Also deutlich mehr als ein normaler, ne? Von dem normalen Hasen kriegst du ja bloß einmal Stoff. Ein billig Fleisch und überhaupt kein Fett. Aber wenn du so einen Hase hochzüchtest, gibt es dreimal Stoff. Plus dreimal Fett. Und das ist ja gar nicht schlecht, ne? Da freut man sich ja. Und ein gutes Fleisch kriegst du dann auch noch. Bin mal gespannt, was dieses gute Fleisch bringt in Summe. Dann wird er mit Sicherheit ein bisschen mehr bringen als das Standardfleisch. So, ich schaue jetzt hier bloß mal kurz ums Lager rum, aber ich sehe jetzt im ersten Moment, ah, die Sonne kommt, sehr schön. Ich sehe jetzt mal nichts Auffälliges. Doch, eine Kiste finde ich da unten, okay. Sehr auffällig, die holen wir uns natürlich. Oder eine Tasche, eine Munitionstasche. Her damit. Danke, jawohl. Bisschen Ammo-Casings, das ist in Ordnung. Ja, es war unschön, ne, letzte Folge, da zu sehen, dass hier weitere Hunter am Start sind und sich ein bisschen aufführen. Das war nicht sehr angenehm. So, Energie ist da. Generator aus. Zack. Solarzelle. Herstellen. Dankeschön. Du kommst da rein. Hi, kommt da rein. Genauso wie das Ding hier. So, der Hase. Sorry, du wirst jetzt geplättet. Jawohl, ein gutes Fleisch haben wir bekommen. High Grade. Mhm. So, das Fett hauen wir da rein. Stoff kommt da rein. Dann ein bisschen Ammo. Genau, wir brauchen auch wieder ein bisschen Munition für unser Gewehr. Das sollten wir uns mal herstellen. Kann man sich ruhig mal ein paar Schuss herstellen. Wir haben ja wirklich genug von dem Material. Shotgun kostet richtig was, ne? 6x Ammo Casings. 9mm, gut, die verbrauchen wir eigentlich gar nicht. Wir schießen viel zu wenig mit der Pistole, aber die Pistole macht halt auch keinen Schaden. Das ist das Problem. Ne, die macht so gut wie keinen Schaden, diese blöde Pistole. Oh. Oh, verdammt, ich stelle falsche Munition her, ich Idiot. Hier muss ich draufklicken. Jetzt, Sattler. Okay, ich habe es mir schon gedacht. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. Oh Gott, ja. Kann passieren, ne? Ich stelle mir hier Pistolenmunition her, ich Idiot. Na gut. Ja, war sehr clever, ich weiß. Es tut mir leid. So, was macht mein Fleisch? Ist fertig, jawohl. Plus 35, wow. Plus 5, plus 31, na dann. Schauen wir hier, wie die Balken voll werden. Von einem Fleisch, das ist ja heftig, oder? Krass. Krass, okay, was trinken müssen wir auch. Vielleicht noch ein Tomato essen, genau, passt. So, Solarzelle jetzt. An den Start bringen. Eine Solarzelle. Dann kriegen wir auch Untertagsenergie, selbst wenn der Energiespeicher größer 500 ist.
So, ich würde sagen, ich klatsche mal da hin. Jo. Unsere erste Solarzelle, Leute. Na, wenn das kein schöner Screenshot ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Zack. So. Läuft. Danke. Sehr hübsch. Also, Solarpower jetzt bei uns, ne? Schauen wir mal, was es bringt. Oh, na, allzu viel nicht. Ein kleines bisschen hat es gebracht, aber nicht allzu viel. Na gut, man sollte natürlich auch nicht zu viel erwarten, ne? Von so einer kleinen Solarzelle. So, dann machen wir uns mal... Munition ist da, jawohl, machen wir uns mal auf. Bisschen wieder durch die Gegend streunern. Und natürlich mit höchster Vorsicht. Denn wir haben in der letzten Folge gelernt, der Feind munitioniert auf. Es werden immer mehr. Inzwischen sind sogar schon 4 Hunters am Start, was schon ein bisschen unfair ist, finde ich. Aber na gut, weil 4 gegen einen ist dann mal echt hässlich, ne? Und die KI, die ist inzwischen auch, ne? Die laufen dann richtig schön. Mit dem Helm und alles rum, ne? Gut gerüstet. Deswegen, man darf es nicht unterschätzen. Und wir haben ja verschärfte Regeln. Jetzt. Na, okay, nicht, dass wir schon mal gestorben sind und so, aber wenn tot, dann tot. Okay. Alles klar, Brauner. Hab ich verstanden. Lauf außen rum. Ja, nicht, dass wir... Oh. Nicht, dass wir 2 Probleme kriegen. Alles klar, danke. So, Metall zu mir. Ja, das... Also, bedeutet natürlich mit dieser verschärften Regel, das kann dann sehr schnell gehen unter Umständen. Darf man sich dann nicht wundern? Wenn eine Folge zum Beispiel bloß, keine Ahnung, 7 Minuten alt ist oder lang ist, ne, dann weiß man Bescheid, was los ist. Tja. Aber ich finde, das bringt einfach nochmal ein bisschen mehr Spannung rein. Wenn man nie weiß, ja, ist es heute soweit? Ist heute Schluss? Sind das unsere letzten Atemzüge hier? Hat uns der Feind besiegt? Oder der Wolf. Oder der Puma. Oder der Bär. Oder alle. Oder ist der Hobby irgendwo runtergefallen, weil er zu blöd war? Ja? Ich weiß es nicht. Deswegen immer schön schauen. Naja, aber irgendwann erwischt es mich natürlich auch. Was ja auch schon geheißen hat, das ist eh ungewöhnlich, dass du noch kein einziges Mal gestorben bist. Ja. Aber es war schon ein paar Mal knapp, ne? Also das, so ehrlich muss ich natürlich sein. Ich bin hier ja jetzt nicht der absolute Pro-Gamer. Das weiß man, denke ich, wenn man hier die eine oder andere Folge gesehen hat. Die Kollegen, die hier länger auf dem Kanal sind, die wissen das sowieso. Es war schon... gutes Stück Glück dabei, ja. Also so realistisch bin ich dann schon auch. Dass ich weiß, das liegt nicht an meinem absoluten überlegenen Skill und Aim und was weiß ich was alles, sondern es ist natürlich schon zum Großteil mit Glück. Ja. Ja, aber das Glück ist mit den Tüchtigen, oder wie war das? Naja, so ähnlich. Okay. Ein Puma, schau an. Schauen wir mal, was das für einer ist. Was für ein Level der hat. Komm, kleine Miezekatze. Oh, Level 3, verdammt. 230 HP, das ist hässlich.
230 HP ist hässlich, Leute. Das ist echt fett. Da muss ich zweimal mit der Shotgun draufrotzen und hoffen, dass er mir nicht das Bein bricht und sowas. Also. Level 3. Bäh, ne? Level 3 ist bäh. Level 3 ist echt bäh. Auf der anderen Seite. Naja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, gell? Hm. Ja, mit der Pistole, ich will jetzt da kein Experiment machen. Also deswegen, da sind wir tot, bevor wir bis 3 zählen, wenn ich da mit der Pistole jetzt draufzimmer. Ich muss da mit dem Gewehr und mit der Shotgun draufhauen. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Jetzt, komm her. Komm her, komm her. Ah, oh, oh. Jawohl. Okay, huiuiui. Zum Glück kein Knochen kaputt. Oh. Naja. 6-mal Sinju, das nimmt man dann mit. Dankeschön. Das sagt man nicht nein. Hallo Hühnchen. Das Rennhuhn, naja. Okay, hier oben ist nix. Naja, unsere Gesundheit hat wieder ein bisschen gelitten, ich weiß. Ich schaue jetzt bloß gerade, ob es hier oben vielleicht so ein bisschen Erz gibt und so, ne? Lecker Erz. Sollte man ja meinen, dass es hier oben vielleicht ein bisschen Erz gibt. Hm. Nö. Nö. Hm. Ja, ich bin jetzt vorsichtig, ne, weil ich möchte nicht wieder zu den vier Hunters darunter. Da hört man den Bach. Nu. Nee, okay, alles gut. Ich sehe schon wieder Dinge, die gar nicht da sind. So geht's los, Haubi. So geht's los. Du siehst Dinge, die nicht da sind. Sollte man zum Arzt gehen, du aber echt. Zum Augenarzt. Oder vielleicht doch woanders hin. Okay. Ja, den Bär habe ich gesehen, Leute. Keine Angst, den habe ich gesehen. Wir sollten natürlich auch nicht allzu lange uns hier aufhalten. Ich meine, das Fleisch wird ja nicht besser in unserer Tasche, sondern das würde dann irgendwann schlecht werden. Was in Summe dann auch nicht wirklich hilfreich ist. Dann haben wir nämlich nichts davon. Aha, schau mal hier, der Bär geht planschen, interessant. Der planschende Bär. Hier oben ist es echt schön. Hier oben ist es echt schön. Ich kann verstehen, dass der Ketra hier oben seine Basis gebaut hat. Ich kann das absolut nachvollziehen.
Da kommt er hoch, genau, und hier hat er viel Platz. Kann er seine Fundamente setzen. Ist im Endeffekt nur von einer Seite aus angreifbar. Außer natürlich, die Hunter schmeißen hier von der Seite ihre Granaten hoch durchs Fenster. Das ist dann eher nicht so schön. Aber ansonsten ist es hier eigentlich sehr nett. Du hast dieses beruhigende Plätschern des Flusses, hast du noch. Oder des Bächleins, naja, Fluss, Gebirgsbach, ja. Das Plätschern hast du noch im Ohr. Aha, der Wolf, der lernt gerade schwimmen, interessant. Doch, also echt eine schöne Gegend. Lässt sich schon aushalten. Macht die Sonne? Okay, ist Mittag. Ja, wir müssen noch ein bisschen angeln, weil wir Fischöl brauchen, ne? Nachdem wir ja jetzt uns zuletzt wieder ein bisschen Stamina Packs und Health Kits hergestellt haben, ne? Da geht ja dieses Öl ganz übel drauf, beziehungsweise eigentlich braucht man diese Medizin. Und um die herzustellen, brauchen wir das Öl. Ne? Eins baut auf das andere auf. Also dann, komm, auf geht's. Rein mit der Angel. Hoffen, dass kein Depp vorbeikommt. Naja, ich hätte jetzt auch unsere Flaschen mitnehmen können, ne? Unsere Canteens. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Natürlich keine dabei. Naja, hätte man mitdenken können. Ich weiß, der war nicht schlecht. Aubio und mitdenken. Hallo, was ist heute los? Warum beißt da keiner? Na? Ich achte total auf die Geräusche. Das ist. Man kriegt hier richtig, richtig Paranoia an dem Spiel. Ja, je mehr Hunters, desto schlimmer wird das Ganze. Aber heute, also heute beißt ja gar nichts. Was geht denn hier ab? Glaube ich ja nicht. Also so schlecht gebissen haben sie ja noch nie. Unglaublich. Unglaublich. Na komm, hopp jetzt. Wir sind zeitig. Na also. Ach Gott, das ist bloß ein kleiner. Super. Lohnt sich ja gar nicht. Der kleine Schlumpf da. Mei. So, mein großer Otto anbeißen, bitte, ne? Ach ja, und was treibt ihr so? Genau. Also ich glaube, vor Angeln, da brauchst du echt die Ruhe weg. Ne? Ich weiß nicht, ob das das richtige Hobby für mich wäre. Klar, es hat sowas Entschleunigendes, ne? Du bist da und hältst deine Angel einfach irgendwo rein und wartest. Wartest, was passiert. Ich meine, spannend ist das nicht. Das ist mir auch klar. Aber du brauchst da echt die Ruhe weg. Nee, also ich glaube, Angeln ist nichts für mich.
Das ist mir zu... zu ruhig. Ja. Denn wenn du dann zu zweit oder zu dritt beim Angeln bist, dann kannst du dich ja auch nicht mehr unterhalten, weil das sollst ja möglichst ruhig sein. Das ist mehr so ein Chill-Hobby. Man hat gemeinsam was unternommen. Man ist rumgehangen. So ein bisschen. Man muss nicht viel reden. Jetzt kommt der Klischee-Hobby und sagt, ja, also kein Hobby für Frauen. Nein, natürlich nicht. Ich wollte jetzt dieses Klischee nicht bedienen. Alles gut. Alles gut. Es geht heute nichts, ein scheiß Angeltag. Merk schon, heute geht nichts. Nee. Ich glaube, das brechen wir ab, das Experiment. Ja, komm, das bringt nichts heute. Das bringt heute gar nichts. Nee. Da geht uns kein Fisch ins Netz. Oder an den Köder. Na? Ah ja. Gut. Mr. Wolf ist da. Das ist schön. Wenigstens einer, der sich freut. Oh, das ist jetzt wieder, ja, das ist wieder die Richtung zu unseren Freunden, ne? Gefährlich. Ja. Er liebte die Gefahr. Das waren seine letzten Worte. Oh. Er liebte das Erz, das er nicht erreichte. Weil es saublöd gespawnt ist. Naja. Kiste, okay. Mammutbaum, okay. Tasche, okay. Ja, wir kommen sogar hin, ne? Wollen wir mal nicht so sein. Yep. Wir kriegen sogar beide, sehr schön. Prima. Okay. So, wo ist Patsy Bär? Okay, er ist ein Stück weg. Sehr gut. Heißt, wir versuchen uns mal die Taschen zu holen. Yep. Oh oh. Ja. Alles gut, beruhig dich. Alles ist gut. Ne? Ja, Sackelzement. Blöder Bär, lass mich halt in Ruhe. Ich sehe dich. Ne? Ich sehe dich, mein Freund. Hier sind ja ein Mammutbaum nach dem anderen. Das ist ja Wahnsinn. Nicht, dass ich mich beschwere. Also finde ich in Ordnung. Finde ich okay. Ah, wir müssen jetzt dann zurück. Das Fleisch, das wird schlecht. Das wird schlecht. Kommt den Baum da oben noch. Ach, hier ist Kartenende, okay. Na dann. Den holen wir uns noch. Hat die KI hier am... naja, Level 1 Wolf hat die KI hier am Kartenrand gebaut. Interessant. Ne, ich habe keine Ahnung, wie die KI... was für ein Muster die KI hat, also Baumuster. Wo die ihre Spots machen. Aber es sieht mir nicht so aus, als ob die zwingend in der Nähe der Spieler immer bauen. Deswegen, hm. Das hier sieht fast ein bisschen aus wie der Schuh des Manitou, ne? Nur in der andere Richtung. Unser Schuh ist andersrum gebaut. Also der bei unserem Lager in der Nähe. Ah, Tasche, sehr gut. Meins. Jupp. Danke. Nochmal mal Mammutbäumchen. Nochmal Kiste. Okay, weißt du was? Wir nehmen die Kiste mit.
Holz haben wir, denke ich, genug jetzt. 22 Holz reicht eine Zeit lang, ja. Ja, wir bauen ja momentan nicht viel. Wir heizen ja immer bloß unseren Ofen. Mehr ist es ja nicht, was wir tun. Aber man kann nichtsdestotrotz die Kisten ja dennoch einsammeln. Die werden ja nicht schlecht. Wäre ja Verschwendung, wenn wir es nicht machen. So, die Schatten werden länger. Jawohl, bisschen Stoff. Ja, wenn ich jetzt hier meine Markierung nicht hätte, unsere Basis, dann würde ich mir hier sogar ein bisschen schwer tun. Ah, okay, davon ist total Tümpel. Nee, dann weiß ich jetzt wieder, wo wir sind. Aber das ist so das eine oder andere Eck, ne? Da ist einfach das Auge noch nicht so geschult. Naja, hier den Weg, okay, der ist bekannt. Genau, dieser Waldweg und da ist der Tempel, der Tümpel meine ich natürlich. Dann wissen wir Bescheid, wo wir sind. Alles gut. Jawohl. Genau, da drüben hat dann die KI gebaut. Und wir sind nicht angegriffen worden heute. Ja, wir sind nicht angegriffen worden. Unsere Basis. Das ist ein Fortschritt. Ich habe gedacht, nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen gebasht haben, dass die heute vorbeikommen und sagen, hey Freunde, so geht's nicht. Ne? Freundschaftsbesuche müssen erwidert werden. So, schauen wir doch mal. Eins, zwei. Die haben zwei Solarzellen auf dem Dach, die Jungs. Naja. Drei. Da unten ist der dritte. Der ist gerade am Haus vorbeigelaufen. Ich trau dem nicht. Leute, ich trau denen nicht. Aber wenigstens hat von denen keiner so einen Helm auf, ne? Wenn die einen Helm aufhaben, ist der Headshot halt so gut wie nichts wert. Oh. Ja, da klopft einer Holz. Mal ganz leicht gehört. Ganz leise. Das ist jetzt die zweite Folge. Die zweite Folge in Folge, genau. Wo wir keine Lockpick-Kiste finden. Mensch, was ist los? Hat uns das Lootglück verlassen, Freunde? Es sieht so aus, ne? Kein Lootglück mehr. Oh je. So, jetzt aber. Schnell, Fleisch auf den Grill, bevor es schlecht wird. Oh, Feuer ist fast aus, okay. Aber ist nicht schlimm, weil dann können wir endlich mal unsere Bricks verwenden. Genau, und müssen nicht immer unser Feuer verballern. Alles klar. Unser Holz meine ich. Können wir ein bisschen Holz sparen. 20 Sehnen. Zack, zack, zack. Die Nägel, wir haben schon wieder viel zu viele Nägel da. Krass. Okay, machen wir es so. Wir schichten ein bisschen um. So, da machen wir Öl draus. Kiste, Kiste. Kiste. Wässerchen kommt da rein. Das kommt da rein. Streichholz vergessen. Kommt da rein. Okay, so. Mal die Waffe aus der Hand hier. Shotgun nachladen. Genau, richtig. Dankeschön für den Tipp. Eins, zwei. Okay. Wie war das? Aua. Jawohl. Der ist platt.
Er ist kaputt. Er ist kaputt. Da ist noch einer. Ja, Blutung, ich weiß. Bleib stehen. Der ist auch kaputt. Wow. Holy shit. Das war's. Habe ich gesagt, es kommt uns niemand besuchen? 4 Gegner, Leute. 4 Gegner. Diese Schweine. Diese Schweine da, echt. Man sieht nichts, gell? Das ist übel. Ah, hier. Man sieht die blöden Kisten kaum. Hier drüben war noch einer. Wo hat's denn umgelegt? Hier kommt, der war doch hier irgendwo. Es ist so dunkel, man sieht nichts. Verdammt. Oh, das ist nicht euer Ernst. Von hier oben haben wir ihn weggemacht. Boah, ist das scheiße dunkel. Ich sehe nichts, Leute. Ich sehe nichts. Krass. Dieser Glowstick ist ein Witz. Naja, da ist die eine Leiche, ist schon klar. Oh, ist das hart. Jetzt wird's kalt. Oh. Nein! Boah, Alter. Die springen mich hier in die Luft, die Jungs. Boah, ist das übel. Ich glaub das nicht. Was ist denn heute los? Was ist denn heute los, Mensch? Junge, Junge. Oh, oh. Da ist noch eine. Ah, okay. Gesehen? Die backen da irgendwo rum, glaube ich. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich sehe halt nichts. Das ist echt übel. Ihr seht noch weniger, ich weiß. YouTube macht es immer dunkler. Ja, es bringt gar nichts hier, den Glowstick in den Start zu bringen. Der haut wieder ab, okay. Oh, da drüben ist noch ein Lager. Hat man gerade noch. Da drüben geht's voll ab. Wow. Die werden von dem Tier angefallen oder sowas. Ja. Okay, aber die sind wieder weg. Na dann. Zappalot, kommen die Arschlöcher einfach vorbei? Entschuldigung, aber echt? Kommen die Deppen einfach vorbei und machen hier Theater oder was? Oh, und ich muss wieder reparieren. Naja. So, wo ist... Hier. Naja. Viel war es nicht. Also 3 von 4 haben wir gefunden. Oh Gott, mein Fleisch, ich Idiot. Das ist jetzt natürlich völlig kaputt. Naja, was soll's? Erstmal halt ein bisschen verkohlt ist. Das bringt jetzt natürlich gar nichts, ne? Ist ja klar. Shit. Okay. Pass auf. Es tut mir echt leid, Brathähnchen, gell? Aber es muss sein. Es muss sein. Ja, ich habe die 4. Box nicht gefunden. Das ist... Ach.
Bitter. Na gut, so, jetzt pass auf. Zack, Patsche. Oh, zweimal Fleisch gibt es. Wow. Zweimal Fleisch? Muss ich. Okay, also ich muss offenbar warten bis Level 10. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Und die Premium-Federn. Schau mal hier. Premium-Federn. Ui. Sehr schön. Stoffplattennägel. Zack. Das finde ich sehr gut. So, hier, schau mal, Federn rein. Und so mir die Premium-Federn tun wir da ein. Wir tauschen hier mal. So. Na gut. Heute war ja einiges los, oder? Mal ganz. Achso, jetzt sehe ich wieder nichts oben. Und ihr seht auch nichts. Ganz schlecht. Heute war ja richtig was los. Okay, wir haben wieder genug Eisenerz. Wir müssen auch unbedingt mal unsere Waffen upgraden, ne? Weil das nimmt langsam sehr unschöne Formen an, dieses Spiel. Das nimmt sehr unschöne Formen an. Weiß nicht, was ich davon halten soll. So, Fleisch ist fertig, jawohl, jetzt. Halt, nee, kommt da rein. Zack, 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 okay. Also, was bringt es? Schauen wir mal. Er ist nicht ganz so gut wie der Hase. Aber zweimal halt, ne? Das ist halt zweimal Fleisch. Oh, schau mal hier, was das bringt, so ein Hähnchen. Alter, ist ja krass. Das haut den Balken fast komplett hoch. Das ist schon heftig. Okay, wir trinken hier mal was. Dann essen wir noch Tomato. Eine kleine Beere vielleicht noch, ne? Genau. Okay. So, dann sollten wir mal nach unserem... Was wird schon wieder Tag? Sollten wir mal nach unserem Beet oben schauen. Darf ich nicht vergessen. Habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Ja, schau mal hier. Zack. Und höchste Eisenbahn. Läuft. Okay. So, dann müssen wir Wasser holen. Der Morgengraut. So, wo ist diese blöde Box? Die ist weg. Die Box ist weg. Nein, nein, meine Lootbox. Hier getötet. Nur drei Lootboxen. Weil es einfach zu dunkel war. Ich habe es nicht mehr gesehen. Okay, also merke, die verschwinden nach einer Zeit. Die sind unwiederbringlich weg, die Jungs. Schade. Na gut. So, und ich überziehe die Folge. Ja, richtig. Habt ihr recht. Aber wir machen jetzt dann auch Schluss. Keine Angst. Nicht, dass es zu lang wird. Ne, wollen wir ja nicht. Das will ich euch ja auf keinen Fall zumuten. Dass ihr euch hier viel länger mit dem Spiel rumärgern müsst. So, wir haben nur noch ein Viech. Wir haben nur noch ein Hühnchen bei uns. Heißt, wir müssen auch wieder jagen gehen. Zack, zack. Das kommt da rein, das kommt da rein. Wir haben 22 Eier in der Truhe. Na schön. So, Freunde, Schluss jetzt. Genau, aus. Aus die Maus. Ende Gelände. Schluss für heute. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Subsistence. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns wieder. Bis dahin.